Der Schweizer Großbank Credit Suisse laufen die Kunden weiter davon, und zwar im Wert von 61,2 Milliarden Franken. So viel Geld haben die Kunden der krisengeschüttelten Bank im ersten Quartal abgezogen. Das meiste davon hat sie an dem dramatischen Wochenende im März verloren. Die Rede ist von dem Wochenende, wo die UBS deren Übernahme angekündigt hat. Die Abflüsse sind zwar dann zurückgegangen, aber das Vermögen schmilzt weiter. Für die UBS sind das keine guten Nachrichten, denn je weniger Geld sie verwaltet, umso weniger fallen die Erträge aus. Auch der Blick nach vorne verheißt nichts Gutes. Weil die Einlagen immer weniger werden, rechnet der Vorstand mit einem erheblichen Verlust in der Vermögensverwaltung. Bis Ende März hat die Credit Suisse netto 108 Milliarden Franken Liquiditätshilfe von der Schweizer Nationalbank in Anspruch genommen. Zurückgezahlt seien 10 Milliarden. Die UBS möchte ihr Quartalsergebnis am Dienstag veröffentlichen.